Demel ist ein Hersteller im Automotive-Bereich, im Dekorationsbereich und im HMI-Bereich. Wir sind seit vielen Jahren Hersteller von BMW, Audi und VW-Plaketten, Einstiegsleisten, Eingabesysteme, Bankautomaten und diversen Schildern und Maschinenkennzeichnungen. Damals noch eine kleine beiläufige Abteilung inzwischen. Klar, wir sind einer der Fachbereiche direkt im Vorstand unterstellt und dementsprechend auch sieht man auch den Stellenwert der IT. Wir sind aber auch gewachsen jetzt von der reinen Administration im Bereich der strategischen Ausrichtung, weil einfach viele Geschäftsprozesse inzwischen IT-gestützt abgewickelt werden müssen. Und dementsprechend müssen wir auch hier in den Fachbereichen helfend beisteuern. Die IT hat inzwischen einen sehr hohen Stellenwert bei Demel durch die Bereitstellung der Verfügbarkeit für die Systeme. Und wir müssen einfach 24 Stunden die Systeme bereithalten, dass auch unsere Kunden und Lieferanten uns Daten zusenden können. Und dementsprechend müssen wir dafür gerade stehen. Begonnen hat es natürlich dadurch, dass wir eine gewachsene Struktur hatten. Wir hatten irgendwann mal den Bedarf, wir brauchen eine Storage, wir brauchen Speicherplatz. Dann schafft man sich Systeme an, dann werden die Systeme zu klein, dann schafft man sich ein neues System an, dann wird noch ein kleines Virtualisierungssystem mit dazu genommen und so sind viele Systeme im Laufe der Jahre zusammengekommen. Nachdem es viele Systeme waren, stellten sich immer mehr Probleme heraus durch die Inkompatibilität von den Einzelsystemen. Das heißt, das Zusammenspiel der vielen verschiedenen Systeme war nicht mehr so sauber und bereitet immer mehr Probleme. Dann haben wir dann über den Workshop mit der Bechtle mal definiert, was für Möglichkeiten wir haben, hier überhaupt wieder aus dem Dilemma rauszukommen. Und da war dann damals leider der einzigste Ausweg eine Renovierung der IT-Landschaft bei uns, also bei der Serverlandschaft. Und den bitteren Weg sind wir dann damals gegangen. Im Nachhinein natürlich sehr froh darüber. Jetzt haben wir eine leistungsstarke IT, eine aktuelle Version oder eine aktuelle IT-Landschaft im Einsatz. Wir können stolz darauf sein, haben jetzt vor allem unsere Ausfallsicherheit wieder erheblich reduziert oder beziehungsweise gehoben. Die Risikoausfallquote wurde von 83% ganz grob auf unter 4% gesenkt.